Moin Moin alle zusammen, ich bin's wieder, der Finch, mit einem kleinen Update, denn vor kurzem ist ein Update gekommen in Trainer Go und ja, ich dachte mir, ich muss ja mal was tun für mein Geld, ne? Demzufolge hauen wir mal wieder ein paar Videos raus. Was ist jetzt wirklich alles neu hinzugekommen? Hinzugekommen sind ein paar Pokémon, darauf gehen wir mal ganz kurz ein. Und zwar einmal haben wir Resonanz Entei. Ja, was soll ich kurz sagen, zur Überraschung, es sieht leider genauso aus wie das Overlord Entei. Also Herrscher des Kristallturms, um genau zu sein. Die Fähigkeiten haben sich ein wenig geändert. Ihr könnt es jetzt hier unter Bildern sehen. Von dem prozentualen Damage, der zuvor auf dem Overlord-Entei war. Moment, wir müssen mal auf die Z-Attacke gehen. Hier steht's. Ernteschaden mit passiven Fähigkeiten plus 30%. Wird es auf Resonanz nun anders sein? Dort macht ihr mit diesen Attacken immer True Damage. In diesem Fall jetzt Höhe von 35%. Hier ist es auch nochmal 35%. Da ist, glaube ich, überall 35%. Ne? Ja, genau. Und die Resonanzkraft kommt hinzu. An sich ist die Änderung eigentlich ziemlich geil. Ich war damals schon ein Befürworter von dem Entei. Man muss aber wieder den Kostenfaktor mit einbeziehen. Und Entei wird sehr wahrscheinlich per Spin-Fun kommen. Beziehungsweise kommt per Spin-Fun und ist demzufolge nicht lukrativ, weil man dafür aufladen muss. Das heißt, dieses Resonanz-Pokémon ist eigentlich auch komplett wieder für die Tonne. Ja, viel gibt es hier zu dem Entei eigentlich nicht zu sagen. Das heißt, wir gehen direkt aufs nächste Pokémon. Und zwar das wohl geilste von dem Update. Das Overlord Kyokre. Im Endeffekt ist das relativ schnell erklärt. Der Z-Buff ist das Starke. Damit könnt ihr alle Overlord Groudons ein bisschen auskontern, weil die Feuerattacken nicht mehr so viel Schaden machen. Also im Endeffekt alle Wasser- und Eis-Pokémon werden um 100% stärker, erhöht die Verteidigung, Spezialverteidigung um 50% und der Pokémon Feuerschaden wird halt enorm gesenkt. Wenn mich nicht alles täuscht, waren das 90% Reduzierung, was halt wirklich enorm ist. Und das wohl Krasse ist eigentlich hier dran, das Rampenlicht, wenn es schon aktiv ist, und ihr seht es hier in der ersten Fähigkeit, ihr könnt halt auf dem Overlord Kyokre ganz normal wieder Fokuslicht, was gleichzeitig Rampenlicht ist, könnt ihr hier wieder errollen. Und normalerweise hält dieser Effekt 3 Runden. Wenn ihr den Buff direkt einsetzt, wird dieser Effekt auf 4 Runden erhöht. Das heißt, ihr habt 4 Runden lang ein Fokuslicht-Pokémon auf eurer Seite, was ziemlich nice ist. Ich spinne die ganze Sache mal jetzt weiter, da wird es im Late Game nie dazu kommen, aber angenommen, Kyokre würde jetzt länger als diese Runden überleben und könnte irgendwann neu buffen, dann könnt ihr damit den Buff auch einfach refreshen. Ist definitiv ziemlich nice. Die anderen Attacken haben eigentlich keine große Relevanz. Die senken die Initiative, machen ein bisschen Damage, heilen ein wenig. Ist nicht ganz so krass, aber für jedes Palkia-Team ist diese Schadensreduzierung, die einmal durch den Buff kommt und die durch die Passive kommt, und zwar hier unten steht es nochmal, übt allen Pokémon einen Stapel hinzu und dieser Stapel senkt den erlittenen Schaden um 10% und ist dreimal stapelbar, hält 5 Runden an. Das und der Buff macht Kyokre zu einem verdammt guten Supporter für alle Palkia-Teams. Damit ist die Chance, dass Palkia gegen Meta-Teams noch ein bisschen besser jetzt standhält, doch relativ gut gegeben. Demzufolge Herrscher Kyokre auf jeden Fall ein spielbares Pokémon. Mit dem Trage-Item, was leider jetzt bei dem Update nicht mit drin ist, wird die ganze Sache halt nochmal stärker. Dazu können wir gerne später mal drauf eingehen, wenn es da ist. Zu den Trage-Items allgemein komme ich sowieso gleich nochmal. Ansonsten ist jetzt hier noch ein bisschen Müll dazu gekommen. Und zwar Zwirrlicht, Zwirrklopp und Zwirrfinst. So sieht der Boy aus. Brauchen wir nichts zu sagen. Die Abilities, ich klicke sie mal ganz kurz durch, die sind absoluter Müll. Also man kann damit auch keine Trollteams oder so machen. Das ist, ja, es ist einfach da und neue Bilder. Ansonsten Pokémon-mäßig jetzt nicht so krasses dazugekommen. Gehen wir direkt auf die Trage-Items. Trage-Items sind folgende hinzugekommen. Haben wir einmal den Goldspray und zwar für Melmetal. Melmetal selbst ist im Update noch nicht enthalten. Hier könnt ihr schon mal nachlesen, was es macht. Im Kampf wird die Schadensreduktion und der kritische Widerstand mit 30% erhöht. Dieses Trage-Item ist extrem strong für Melmetal und später auch definitiv Meta. Gibt eigentlich nicht viel mehr dazu zu sagen. Also Schadensreduktion und kritischer Widerstand 30% ist wirklich insane. Dann haben wir noch ein Herrscher- bzw. Dynamax-Garde-Trage-Item, was hinzugekommen ist.
Schadensreduktion im Kampf wird um 18% erhöht. Alle drei Runden erhalten alle Pokémon für eine Runde 100% Blutsauger. Und das ist insane krass. Nun ist die Frage, wer spielt wirklich Zygarde-Teams, weil Zygarde-Teams so fucking teuer sind. Weiß ich nicht, ob man da jetzt noch auf das Trage-Item gehen muss. Ich sag mal so, wer ein Zygarde-Team hat, sollte auf das Trage-Item gehen. Aber ja, im Großen und Ganzen gibt es einfach bessere Teams. Demzufolge, schwierig. Nettes Trage-Item im Großen und Ganzen, aber einfach viel zu teuer. Als nächstes haben wir für Dynamax Rayquaza das Trage-Item. Hier kann ich gleich im Voraus sagen, das Trage-Item klingt mega nice. Man darf aber nicht vergessen, Rayquaza ist leider Müll. Es ist halt leider ein Rayquaza. So. Im Kampf erhöht die Initiative um 28%. Um 20%, der Spezialangriff um 28%, nach einem Angriff büßen alle Feinde 20% der maximalen KP ein, also True Damage und 30% Raserei. Und der Anwender erhält 30% Raserei. Ich habe es schon mal in ganz alten Videos gesagt, mit den Flugteams und mit dem Ho-Oh nach vorne ziehen und mit dem Ulti von Rayquaza, sodass man halt immer wieder neue Flug-Pokémon nach vorne ziehen kann, etc. etc. Ist das mega geil. Das geht komplett in diese Combo rein. Aber Rayquaza hält nichts aus. Demzufolge muss man auch hier ganz stark abwägen, macht dieses Item wirklich Sinn? Ich hau dafür keine Prediction raus. Weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so heftig. Wenn es mal für lau kommen würde, ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen, aber für Geld, nein. Dann haben wir ja den Eiskristall. Und auch den Kristallstein. Das ist für Herrscher, Dynamax, White und Black Yurem. Und ich lese es ganz kurz vor, was diese Items machen. Die sind schon echt stark, aber ich sage dann gleich noch ein ganz großes Aber zu den Trage-Items allgemein. Denn wir haben bei dem White Kyurem, haben wir, die Initiative wird um 18% erhöht. Nach Kampfbeginn wird die kritische Trefferrate des Teams für eine Runde um 100% erhöht. Nett, ist jetzt nicht so heftiger Counter. Der Kristallstein für das Black Kyurem ist demzufolge viel krasser. Im Kampf erhöht sich der Fähigkeitsschaden um 36% und beim Tod eines Pokémon wird der Angriff permanent um 40% erhöht. Entfernt alle Statusprobleme der eigenen Seite und das ist schon richtig krass. Problem an diesen ganzen Trage-Items ist, wir zählen nicht auf Resonanz. Ganz, ganz wichtige Information. Jeder, der jetzt hier auf die Resonanz-Items gehen möchte, hier steht es auch extra, Herrscher und Dynamax-Pokémon. Resonanz-Pokémon triggern diesen Effekt nicht. Demzufolge sind diese Trage-Items eigentlich komplett für die Katz. Wenn man jetzt in dieser, wie soll ich sagen, in dem Aufbau ist von so einem Team, wäre es total geil, wenn man an diese Items für lau rankommt. Keine Ahnung, durch Instanzen wegfegen, durch Events, I don't know. Und man ist gerade so ein bisschen stuck, hat noch nicht Resonanz gekauft, sondern ist nur auf Dynamax gegangen und möchte halt seinen Platz halten. Dann wären diese Trage-Items voll geil. Dann könnte man die in dieser Zeit benutzen, weil die schon einen heftigen Boost geben. Aber sobald man auf Resonanz geht, sind diese Trage-Items Müll. Demzufolge, ja, eigentlich kann man hier nicht viel zu sagen. Goldspray ist nice und ja, der Rest ist halt eher für die Cuts. Demzufolge braucht man hier echt nicht viel zu weiter sagen. Und ja, das Letzte ist hier jetzt noch der Lagermodus. Und im Lagermodus, da gibt es ein bisschen was zu erzählen, aber nicht so ganz viel tatsächlich. Lagermodus, beziehungsweise Lager-Teamkampf, um genau zu sein, findet ihr ganz normal, wenn ihr auf euer Lager klickt. Hier Lager-Teamkampf, hier steht es schon so. Was gibt es hier groß zu sagen? Ihr habt jeden Tag einen Daily-Versuch und jeden Tag zwei Versuche, die ihr über weitere Dailies bekommen könnt. Welche Dailies das sind? Seht ihr jedes Mal, wenn ihr oben auf diesen Kristall klickt. Ihr müsst auf diese 2 von 2 klicken, nicht auf das Plus, by the way. Dann öffnet sich dieses Fenster. Möchtest du eine Limit-Lager-Mission abschließen, bla bla bla, klickt ihr auf OK. Jetzt habt ihr hier Dailies. Ich habe die leider schon gemacht, damit ich diese 2 Kristalle habe. Es sind Dailies wie, mache 50.000 Schaden an Lagerbossen, gehe einmal angeln, setze einen Transport ein, etc. etc. Die ändern sich immer, aber werden sich sehr oft häufen. Und jedes Mal, wenn ihr 2 dieser Dailies gemacht habt, dann kriegt ihr einen dieser Kristalle und habt sozusagen jeden Tag 3 Versuche. Könnt ihr euch dann ganz normal hier abholen, wenn ihr die Daily gemacht habt, klickt dann hier einfach weiter zu. Das steht dann hier wie in dem Fenster genauso da und kriegt dann einen dieser Kristalle. Damit habt ihr dann sozusagen 3 Versuche.
Nun habt ihr hier mehrere Belohnungen. Ihr habt einmal Belohnungen, wenn der Boss stirbt. Das sind diese hier. Kill-Belohnungen sind nett, aber ja, mein Gott. Ist jetzt nicht so insane. Ihr habt die Belohnungen, wenn diese Bosse hier fallen. Seht ihr hier nochmal bei Phase 1, Phase 2, Phase 3. Und vielleicht ist das ein bisschen verwirrend. Phase 1 und Phase 2 zählen zusammen. Bedeutet, wenn diese 5 Bosse sterben, kommt ihr in Phase 2. Könnt dann sozusagen in Phase 1 diese Belohnungen hier abholen. Und dann später in Phase 2 die Belohnungen abholen, wenn diese sterben. Und in Phase 3. Für jede Phase gibt es einen höheren Multiplikator. Dieser Multiplikator sagt im Endeffekt nur aus, wie viele Punkte ihr im Punkterang erhaltet. Punkterang seht ihr hier unten. Und hier kann ich gleich sagen, der Punkterang ist eigentlich das einzige Wichtige. Denn ihr habt bei Vorschau, seht ihr ja die Belohnungen. Das hier ist, wenn ihr in der ersten Runde alle Bosse getötet habt und in der zweiten Runde. Dann in der zweiten Phase und dritten Phase. Und diese Belohnungen sind für den Arsch. Also das ist halt nichts wert. Ich habe es in einer kleinen Aufnahme, schneide ich euch dann gleich noch mit rein, was diese Kisten hier droppen können. Du kannst da öffnen, ja. Okay. Nice! Yep. Oh, geil. Alter, ist ja richtig lukrativ. Da hätte ich ja voll Bock. Okay, verstehe schon. Alles klar. Das ist sowas von nicht lukrativ und absoluter Müll. Demzufolge liegt euer Fokus darauf, im Punkterang voranzuschreiten. Denn ihr seht schon hier, Platz 1 bekommt 3000 Diamanten, 150 dieser Technologiepunkte, die wahrscheinlich für die meisten mittlerweile nutzlos sind, und nochmal 50 Kalos-Orden, was ganz nett ist, weil es sind zusätzliche Diamanten und Karten etc. Ebenfalls bekommt ihr einen Titel. Und bei dem Titel kann ich gleich vorweg sagen, es wird sehr wahrscheinlich, wir wissen es nicht hundertprozentig, aber es wird sehr wahrscheinlich ein Titel sein, der nur wieder zeitlich begrenzt ist. Das ist kein dauerhafter Titel. Und demzufolge, ja, ist der jetzt auch nicht so insane. Er gibt ein paar Stats, ganz nett, aber wenn der zeitlich nur begrenzt ist, es steht leider nicht da, dann ist der Titel halt auch komplett für die Katz. Weil das würde bedeuten, es kriegt eh immer nur der Beste. Und selbst wenn dieser Titel nicht zeitlich begrenzt ist, müssten Absprachen stattfinden und jemand müsste auf den ersten Platz verzichten, damit jemand anders diesen Titel bekommt. Und ihr alle wisst, wie Trainer Go läuft. Absprachen laufen nicht ganz so gut in Trainer Go. Demzufolge kann diesen Titel sich wahrscheinlich 99% der Spieler könnte ich den komplett abschreiben und ja, was soll ich sagen? Fokus liegt sozusagen eigentlich echt nur auf dem Punkterang. Versucht hier unter die ersten 10 zu kommen, dass ihr hier ein paar Diamanten erhaltet, ist ganz nett und greift sozusagen immer den stärksten Boss mit der höchsten Multiplikation an. Wenn der tot ist, geht ihr auf den zweitstärksten Boss und so weiter und so weiter. Problem hierbei ist jetzt vor allen Dingen, das ist wieder copy-pasted aus der vietnamesischen Version, wo es mehr DB-Karten gibt, wo die Pokémon krasser gepusht sind, wo ihr mehr Damage macht, wo mehr Spieler unterwegs sind. Auf der deutschen Version seht ihr es jetzt schon. Ihr habt hier knapp 14 Tage müssten es sein, habt ihr Zeit für alle Phasen, nicht nur für die erste Phase jetzt hier, für alle Phasen, um alle Bosse zu besiegen. Das heißt, Phase 1 5er Bosse klatschen, Phase 2 5er Bosse klatschen und Phase 3 5er Bosse klatschen. Und dafür habt ihr 14 Tage Zeit. Und ihr seht ihr jetzt auf der deutschen Version, nach 3 Tagen habt ihr gerade mal 50% von Arceus geknackt und die anderen haben so knapp 10%. Das heißt, bis die Bosse wirklich alle fallen, in allen Phasen, werden wahrscheinlich Jahre noch vergehen. Und die Pokémon müssen sehr krass gepusht werden. Was bedeutet, auf diese ganzen Phasenbelohnungen braucht man eigentlich gar nicht geiern. Da kann man froh sein, wenn man sie überhaupt mal abholen kann. Und man interessiert sich eigentlich nur für die Rangbelohnungen. Und ja, demzufolge gibt es hier nicht viel zu sagen. Ihr klickt im Endeffekt auf das Pokémon mit dem höchsten Multiplikator, mit den meisten Punkten. Wir können mal ganz kurz gucken, wo ich gerade hier im Rang stehe mit dem Account, auf dem ich hier da bin. Ich bin aktuell Platz 8. Wir gehen mal hier drauf, gehen mal auf Angreifen. Ja gut, ich habe jetzt hier keine Ahnung mehr von den Teams. Machen wir jetzt hier einfach irgend so ein Schnulli. Was weiß ich denn hier? Komm, ho, klingt nett. Ho, mach mal, ho, mög mal. Gehen hier rein. Greifen uns das Arceus an, gucken dann, wie weit wir in den Punkten vorangekommen sind und können uns am Ende von diesem Event halt ein paar Belohnungen im Briefkasten abholen.
Das ist tatsächlich schon alles. Viel mehr gibt es hier zu dem Modus nicht zu sagen. Der folgt wie immer im Autokampf. Wenn ihr die Pokémon benutzt habt, könnt ihr sie für den nächsten Angriff nicht benutzen. Die sind dann wieder gelockt. Könnt ganz normal auf Überspringen klicken. Holt jetzt hier eure Angriffsbelohnung ab, kriegt ihr nochmal einmal die Truhe. Habt 1% Schaden gemacht. Das ist halt wirklich ein Top-Account und habt 1% Schaden gemacht. Also, es ist halt echt nicht krass. Und im Punkterang sind wir jetzt auf Platz 4 hochgerutscht. Ein paar Punkte haben wir gemacht. Wir haben noch einen Versuch. Und ja, können uns im Endeffekt sozusagen theoretisch 1000 Diamanten am Ende vom Event abholen. Good to know, aber mehr gibt es ja eigentlich echt nicht zu sagen. Ich überlege gerade, ob ich noch was sagen könnte, aber nö. Tatsächlich kann ich hier echt nicht mehr zu sagen. Wie gesagt, wichtig ist, ihr greift immer das stärkste Pokémon an. Wichtig zu erwähnen für ganz, ganz, ganz später wäre vielleicht noch, ihr bekommt die Belohnungen dieser Pokémon, wenn sie sterben, nur dann, wenn ihr sie auch wirklich angegriffen habt. Und da ihr aktuell hier auf der deutschen Version ja schon seht, wie mühselig das ist, macht es jetzt gerade keinen Sinn. Und für alle kleineren macht es eigentlich auch, ja doch, für alle kleineren macht es vielleicht schon Sinn. Ihr werdet im Punkterang halt niemals vorankommen. Demzufolge macht es für euch Sinn, jedes Pokémon einmal angegriffen zu haben, damit, wenn es stirbt, ihr die Killbelohnung wenigstens bekommt. Für die größeren macht es nur Sinn, im Punkterang voranzuschreiten und dann, wenn ihr safe wisst, yo, den Platz werde ich halten, egal welchen Multiplikator ich angreife, dann könnte man als Top-Spieler könnte man sagen, okay, ich greife jetzt die kleineren noch an, hole mir sozusagen die Killbelohnung, weil es sind zusätzliche Belohnungen, die nehme ich gerne mit. Dann macht es Sinn, aber ansonsten macht es wirklich nur Sinn, im Punkterang voranzuschreiten und nur das stärkste Pokémon anzugreifen, solange dieser Multiplikator aktiv ist und man Punkte sammeln kann. Im Abschluss kann ich vielleicht noch sagen, mich erreichen in letzter Zeit wieder sehr, sehr viele Nachrichten. Könnt ihr mir oder kannst du mir helfen? Und ja, mein Account, also es sind sehr viele Neulinge eingestiegen. Und für alle, die es halt damals nicht mitgekriegt haben, ich habe Trainer Go schon lange zur Seite gelegt. Ich spiele dieses Spiel nicht mehr. Ich habe gesagt, ich werde die Updates weiterhin machen und wenn neue Modis kommen, werde ich sie euch weiterhin erklären, weil ich das natürlich am Laufen halten möchte. Viel mehr wird hier aber von meiner Seite nicht kommen. Demzufolge, ihr könnt euch eure Fragen schenken. Ich verweise euch immer nur wieder an den Discord, weil dort wirklich alles beschrieben ist. Und ansonsten sind dort sehr viele schlaue Köpfe, die euch weiterhelfen können oder auch weniger schlaue Köpfe, die euch nicht so weiterhelfen, aber im Großen und Ganzen könnt ihr euch eigentlich alle Informationen aus dem Discord auch ziehen oder aus den Videos. Demzufolge, schreibt mich nicht privat an. Es macht keinen Sinn. Viel mehr gibt es ja eigentlich nicht zu sagen. Und ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Finch. Macht's gut. Ciao, ciao.